auch. Deswegen ist mein Daddy auch mein Manager. Und, also ist dein Daddy dir auch irgendwie am nächsten? Also er steht dir am nächsten? Ja, natürlich. Tag. Das ist halt natürlich auch nicht immer einfach. Wir krachen das schon immer so zusammen, weil man vergisst dann auch mal irgendwann so, dass es der Vater ist. Hört sich jetzt doof an, aber du bist da dran und ihr diskutiert über irgendeinen Booker, so, der einfach jetzt irgendwie was falsch gemacht hat, dann sagst du halt, ey, wie konntest du das machen, bla bla. Auf einmal merkst du so, scheiße, Alter, wie redest du denn gerade mit meinem Vater? Aber das muss man halt dann irgendwie dann probieren zu trennen, wenn man im Büro ist. Mhm. So, weil wenn ich auf meinen Vater sauer bin oder er auf mich, dann hat das nichts Persönliches zu tun, sondern es ist halt so erstmal Manager und ich bin halt sein Rapper, weißt du? Und ja, nennst du ihn Papi? Backstage oder so? Ja, Olli. Vater? Olli? Immer dann so schon mein Vorname, ja, ja. Gell? Ja. Zu Hause, aber Papi. Nein, immer Olli. Immer Olli. Das ist ein Quatsch. Ist Geschäft, Olli, hey, Olli, was geht? Dann bin ich zu Hause. Hey, Papi. Ist denn Olli hier? Ist Papi hier? Hoi, Papi. Fuck it. Das hier, der hübsche Münchner Mann. Vielleicht kann die Kamera einmal ganz kurz rausschicken. Ja, da hier. Mit hey, Olli, magst du kurz reinkommen? Und mal sagen, wie so K1 als Sohnemann ist? Du bist nicht, du brauchst nur Telegen sein. Fotogen brauchst du gar nicht sein. Ah, hier. Okay, dann Telegen. Telegen bin ich, glaube ich. Ey, ihr wisst aber schon, ich muss sagen, ihr wisst schon, dass ihr jetzt die Premiere habt. Also mein Daddy hat man noch nie vor der Kamera gesehen. Wirklich? Ja, wirklich. Wie ist er so als so ein Mann? Ich weiß auch, dass du stolz bist drauf. Wie, ne? Beim Playboy Soundcheck. Papa. Ja, ne? Wie ist das so ein Mann so? Ja, ist sensationell. Wenn du so einen Künstler hast, dann macht Spaß. Und wenn das auch noch gleichzeitig dein Sohn ist, dann... Tja, wachsen dir eigentlich Flügel jeden Tag? Ja, nicht nur die Flügel, ich glaube auch hier die Muckis. Guck mal, könnt ihr das mal sehen? Kann man das ein bisschen näher haben? Papi, hast du ein kurzes T-Shirt drunter? Ja. Darf ich mal sehen? Wie ich das Gefühl jetzt sehe, gehen wir einmal zusammen stammen. Okay, heute Abend, aber. Hey, wieder heute Vater Abend, oder aber nicht, Sohn, oder? Nicht vor der Kamera. Die waren mir alle da, ey, wirklich. Aber eigentlich sagen, hey, Zabi, komm mal rüber. Ja, du wolltest jetzt gerade was von mir, oder? Ich wollte nur die Muckis sehen. Ja, klar, das habe ich ja gesagt, ohne Kamera. Okay, ohne weißt du, was schlimm ist? Leute fragen sich, warum ich so ein Playboy bin. Und so, mein Vater hat Haare zurückgeschleift. Bam, yeah. Hey, Entschuldigung. Ich habe gesagt, es sieht aus wie Antonio Banderas. Also oder Antonio Banderas. Jetzt haben wir es im Fernsehen. Er sieht ja, aus wie der Vater, so der Sohn kommt hier. Von Respekt, Olli. Jan sagt Respekt, Olli, hier hinten im Chat. Danke, danke. So gut. Na, aber jetzt nochmal, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ja, gibt's ja auch. Da musst du ja eine brutal hübsche Mutter haben. Seine Mami? Ja, brutal hübsch. Nein, ich meine, deine Mama muss ja auch brutal hübsch sein. Meine Mami? Ja. Meine Mami ist wunderschön. Sag sie ist die beste Mami der Welt. Ich hätte sie so gerne als Schwiegermama. Ja, schon. Na, die wird sich sicherlich jetzt gleich melden. Ich grüße mal deine Mama. Wie heißt deine Mama? Du musst einmal grüßen. Janice. Janice, du hast eine bezaubernde Tochter und sie sitzt gerade neben mir und ich werde mich heute um sie kümmern. Also, nee, auf freundschaftlicher Ebene natürlich. So, ich würde sagen, damit meine Mami nicht noch rascht auf der anderen Seite, gehen wir kurz in die Werbung. Olli, vielen Dank, bist du schnell reingekommen. Ich hab zu danken. Und du bleibst noch in drin. Yes. Nachher holen wir den Patrick Miller noch ein. Darum unbedingt dranbleiben, es wird noch ganz, ganz Gruß viel Gruß an alle Fans, hey. Gruß an seine Fans, genau. Hollywood ist am Start. Hollywood am Start. Edit ihn bei Facebook, Hollywood.